Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Warcraft 3. Ich bin Ram und heute spiele ich ein 1 vs 1 Ranked Game, habe mich für Undead entschieden. Und mein Gegner spielt Ork. Ja, wir treffen auf der Map Gezeitenjäger aufeinander. Erstmal wieder die Kamera hier neu justieren. Ich gehorche mit Freuden. Kann ich bis heute nicht nachvollziehen, warum sie das geändert haben. Aber nun gut, ist halt so. Die Verdammten stehen bereit. Starte erstmal wieder mit einer Ruhebild-Order. Es ist mehr Gold erforderlich. Und ich werde wahrscheinlich wieder den Gruftlord First spielen. Auf dieser Map hier kann man ja recht gut expandieren. Die Verdammten stehen. Ich denke, das werde ich auch wieder versuchen. So, jetzt den Shop. Einzige, was baue ich jetzt meist aus Erfahrung weiter vorne. Und das zweite haue ich jetzt auch weiter vorne hin. Ja, Meister. Einfach, falls ich wieder so einen Gegner habe, wie letztens in dem Game mit dem Shadowhunter, der so viel Druck macht. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Es ist mehr Gold erforderlich. Machen wir es ihm doch ein wenig schwieriger, hinten in die Base reinzukommen. Schon mal ins Team. Nehme ich gleich alle drei mit zum Creepen. Ich beuge mich eurem Willen. Und der einzige, was brauche ich jetzt schön hinten hin. Falls es hier einen Blade Master Harris geben sollte, dass ich das dann schön ausbauen kann da hinten. Die Zeit fliegt dahin. Ich diene nur dem Wenn man vom Teufel spricht, ne? Da ist er schon. Nervtöter Blade Master. So, wieder abbrechen. Kriege ich wenigstens einen Teil des Goldes zurück. Wo soll mein Blut vergossen werden? Die Zeit fliegt dahin. Sprich. So, er kommt. Also gleich wieder das nutzen. Ausbau abgeschlossen. Nichts kommt meiner Macht gleich. Ich habe den Mut vernommen. Blade Master finde ich als Undead gar nicht mehr so schlimm. Spricht. Wirklich, immer schön das nutzen und dann kann er gar nicht so viel machen. Finde ich hier einen Paladin Harris oder einen Blood Mage Harris wesentlich nerviger. So, er ist aber immer noch da. Die Beschwörung ist abgeschlossen. So, erstmal die Heilsalbe abgebrochen. Ich habe den Hof vernommen. Angriff. Vorsichtig agieren. Was ist los? Okay, einen hat er jetzt mal gekriegt. So, aber der komplette Creep ging an mich. Ab in den Tech. Mein Leben für Ner'zhul. Und jetzt den Friedhof. Ich gehorche mit Freuden. Damit ich dann auch bald auf Fiend switchen kann. Nicht.
So, Fast Exo spiele ich so natürlich nicht. Ich verzehre die Lebenden und die Toten. Aber freimachen können wir das schon mal. Reif des Adels gefunden. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Kostet das Gift von Behub. Und den nächsten kleinen Euer Creep. Befehl, Meister. Menge Gule habe ich mittlerweile. Ja, Meister. So, mal sehen. Ich versuch's trotzdem. Ah, da kommt er. Dieser Hero-Fokus. Die Beschwörung ist ab. Muss sporten. Item gehört ihm. Sprecht. Aber da musste ich jetzt raus. Oh oh. Sprecht. Ich habe den Ruf vernommen. Bei mir hoch. So, opfern wir mal einen kleinen Käfer. Nichts kommt meiner Macht gleich. Ah, jetzt ist es ziemlich gefährlich für mich. Ausbau abgeschlossen. Euer Befehl, Meister. Ausbau abgeschlossen. So, Pack ist durch. Dort kann ich nicht beschwören. Ja, Meister. Und jetzt das erste Slaughterhouse und den Death Knight als Second Hero. Die Zeit fliegt dahin. Ich Ungläubige haben unsere Verteidigung gestürmt. Ja, okay. Das war voraussehbar. Ich diene. Gehe ich auch nicht hin. Sprecht. Es ist mehr Gold erforderlich. So, und ich gehe weiter auf Tier 3. Aber so schnell kann ein so ein kleiner Creep-Check wirklich weit zurückwerfen. Macht gleich. Pervers. Der Pakt ist besiegt. Meine Rache gehört. Aber hier ist noch nichts verloren. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Nummer zwei Käfer. Ich diene nur dem Frostturm. Mantel der Intelligenz. Ich kümmere mich darum. Da muss ich eigentlich erstmal versuchen, hier vor meiner Base zu creepen. Bloß nicht zu weit weg. Das ist der Statue im Bau. Oh, und da kommt er wieder. Gerne. Nächste Creep Check. Meine Geduld ist erschöpft. Die Zeit fliegt dahin. Ich bin die Dunkelheit. Meine Rache gehört euch. Meiner Macht gleich. Ihr habt gerufen. Wir hoffen, dass der Creep mir so ein bisschen hilft. Meine Geduld ist erschöpft. Boah, voller Fokus auf dem einen. Er ist neid. Boah, ein Mega-Hero-Fokus wieder. Ich habe den Ruf vernommen. Ich diene nur dem Frostturm. Sprecht. Was ist das? Krass, mal sehen, ob ich mich hier wieder rauskämpfen kann. Da unten, die beiden Käfer kommen nicht raus. Nichts kommt meiner Macht. Das ist halt auch ganz toll. Pervers. Der Schläfer erwacht. Ich
Der Snight ist aber wieder da. Ich diene nur dem Frostthron. Oh, und der Tag auf Tier 3 ist schon durch. Es ging jetzt doch recht fix. Als dritten Helden spiele ich noch den Lich. Die Zeit fliegt dahin. Die Zeit fliegt dahin. Nichts kommt meiner Macht gleich. Ich verzehre die Lebenden und die Toten. Die Verdammten stehen bereit. Jetzt muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen leveln. Ihr habt geläutet. Sprecht. Raserei erforschen, Destroyer Upgrade und alles, was dazugehört. Ihr habt gerufen. Das Uralte, ich habe nicht mehr so die Forschung abgeschlossen. Nur den Frostthron. Klaus of Attack bekommt gleich der Lich. Ich forsche mich abgeschlossen. Orb of Corruption, ganz wichtig. Mal sehen, ob er den Creep hier fertig gemacht hat. Ich denke ja. Ja. Wo soll mein Blut vergossen werden? Versuchen wir es nochmal. Ich gehorche mit Freuden. Okay, den Shop hat er auch gemacht. Bleibt gar nicht mal mehr so viel zum Creepen für mich. Okay, den hat er zum Glück noch nicht. Braucht er dringend noch ein bisschen Erfahrung. Forschung abgeschlossen. Wo ist auch ein Verwundbarkeitstrank? Wunderbar, gerade bei diesem heftigen Hero-Fokus. Stufe 2 für den Death Knight. Auch ganz wichtig, die Aura endlich. Den hat er auch schon gemacht. Der hat wirklich bei mir auf der Seite vor allem alles weggecreept. Zweifellos. Ich wünsche nur zu dienen. Euer Wille geschehe. Bin noch unter 50 Supply. Frenzy Ghoule noch mitschicken. So viele braucht man zu dem Zeitpunkt nicht mehr im Holz. Ich habe den Ruf vernommen. Nichts kommt meiner Macht gleich. So, und der hat eine Hexe. So, die Arbeiter sind schon mal alle tot. Mal sehen. Ah, er portet. Sofort auch aus. Obwohl er gar nicht so viel hat. Boah, mein Licht direkt gestorben. Also bei dem Gegner kann ich mich drauf einstellen. Instant Hero Focus und zwar volle Granate. Ich beuge mich eurem Willen. Na gut, der Lich war noch Stufe 1. Es ist mehr Gold erforderlich. Ich diene nur dem Frostthron. Das ist er schon wieder. Die verdammten Stände. Aber ich glaube, das Mana stehlens. Stufe 4 für den Gruftlord. Meiner Macht gleich. Ich kümmere mich darum. Ein paar Creeps hat er mir doch da gelassen. Vor allem hier noch schön den roten. Der doch relativ einfach sogar zu creepen ist. Also für einen roten Creep. Die Zeit fliegt.
Krieg dahin. Die Verdammten stehen bereit. Ich habe die Beschwörung ist abgeschlossen. Level 2. Heilschutzzauber, nice. Ihr habt gerufen, die Verdammten stehen bereit. Nichts kommt meiner Macht gleich. Meine Geduld ist erschöpft. Und Stufe 3 Death Knight auch ganz wichtig. Keule Stufe 2. Angriff. Damit kann ich meine Helden dann vielleicht doch mal retten. Wo soll mein Blut vergossen werden? Jetzt läuft's so langsam. Mein Schicksal. Er hat mir eigentlich viel zu viel Zeit gelassen. Nochmal ein Zauberstab des Mana-Stehlens. Es ist mehr Gold erforderlich. Dadurch bin ich jetzt richtig schön zurück ins Spiel gekommen. Heldenlevel gehen jetzt auch mit 432. Ich habe den Ausbau abgeschlossen. Ich verziehe. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ja, was war das? Egal. Forschung abgeschlossen. Euer Befehl, Meister. Mein Schicksal ist besiegelt. So, unbedingt ein paar Shades bauen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung. Dann sage ich jetzt mal Hallo. Ah, da ist er gerade. Komm, da können wir bestimmt noch was abfangen hier. Meine Rache gehört euch. Ich bin die Dunkelheit. Ah, hier geht wieder voll auf meinen Death Knight, aber mit dem habe ich einen großen Unverwundbarkeitsdrang. Er hält ja ziemlich lange. Nicht Level 3. Okay. War jetzt nicht toll, aber ich denke, es war okay. Forschung abgeschlossen. Ich bin die Dunkelheit. So, die verkaufe ich. Es ist zwar eigentlich ein tolles Item, aber ich vergesse sowieso immer im Fight hier einzusetzen. Nehme ich lieber noch eine Heal-Score mit. So, mit ihm gleich nochmal ein paar Käfer beschwören. Ersten Shade. Sprecht. Ich habe den Ruf vernommen. Die Verdammten stehen bereit. Die Zeit fliegt dahin. Pervers. Gucken wir, ob der rote Creep da oben noch ist. Mein Leben für Ner'zhul. Ersten Shade nehmen wir mit. Mal gucken, ob der Blader rumrennt zum Scouten. Und dann vielleicht da unten weiter expandieren. Mal sehen. Oh, der ist echt noch da. Die Verdammten kehren zurück. Die Verdammten stehen bereit. Greift meine Ex an. Aber die hier muss ich jetzt noch fertig machen. So, wo ist das Item da an? Helm der Ehre. Okay, gib ihn. Kann jetzt ganz böse enden hier. Natürlich wieder voll der Hero-Fokus auf mein Death Knight.
keine Keule durch, weil die viel zu schnell sterben. Sein Blader. Alter, ist das heftig. Jetzt sind die ganzen Ziggurats ausgebaut und da geht der Blader down. Deswegen den Shade dabei. Ich habe es jetzt nicht gesehen, aber... Oh, der TC. Ich muss hier erstmal raus, bevor ich meine Helden verliere. Deswegen den Shade dabei, damit er sich wenigstens nicht mehr unsichtbar machen kann. Ungläubige haben unsere Verteidigung gestürmt. Aber er hat sich komplett zurückgezogen. Blade Master Kill, der war extrem wichtig. Beweglichkeit und Stärke. Ich werde eure Augen sein. Was muss offenbart werden? Die Shades ein bisschen verteilen. Die Zeit fliegt dahin. Seht durch meine Augen. Ich schau mal rein. Ich bin die Dunkelheit. Ihr habt gerufen? Ich habe den Ruf vernommen. Sprecht. Ich diene nur dem Frostthron. Was muss so, da war er. Werden? Unsere Goldmine ist eingestürzt. Oh, Goldmine ist leer. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ich habe den Ruf vernommen. Na komm. Meine Geduld ist erschöpft. Nichts kommt meiner Macht gleich. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Nee, er geht auf meine Echse los. Pervers. Gehe ich aber direkt hinterher. Na? Ich verzehre die Liebenden. So, wieder versuchen, was von hinten abzufangen. Meine Rache gehört euch. Ungläubige haben unsere Verteidigung gestürmt. Ich diene nur dem Frostthron. Sprecht. Alles ein bisschen sammeln hier. Und gib ihn. Erstmal voll auf den TC, der fällt. Nicht Stufe 4. Oh nein, mein Death Knight steckt fest. Unser Held wurde getötet. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ich werde eure Augen sein. Ungläubige haben unsere Verteidigung gestürmt. Ich diene nur dem Frostthron.
zweifellos. Was sprach denn? Ungläubige haben unsere Verteidigung gestürmt. Okay, Axel ist natürlich down. Ich habe mich Ner'zhul verschworen. Ich diene nur dem Frostthron. Die Zeit fliegt dahin. Sprecht. Oh, da haben wir wieder unsere 6 Käfer. Ich habe den Ruf schon erwacht. Und sind jetzt auch alle Stufe 3 Käfer. Trefft eure Wahl. Nichts kommt meiner Macht gleich. Euer Befehl, Meister. Er zieht sich komplett Meister. Zurück. Also kann ich da unten auf jeden Fall wieder expandieren. Die Zeit fliegt dahin. Leitet mich. Ich habe den Ruf vernommen. So, er geht zu seiner Main Base. Ich greife oben an. Deswegen sind Shades so sinnvoll. Mein Death Knight leider noch nicht wieder da. Ach, dammit. Ich beuge mich eurem. Alles klar. Ich diene nur dem Frostthron. Ach, er hat da noch einen Creep gemacht. Der Pakt ist besiegelt. Die Zeit fliegt dahin. Ich habe mich Ner'zhul verschworen. Was ist los? Ihr habt gerufen. Ich habe den Ruf vernommen. Euch stets zu Diensten. Sprecht. Ich gewahre meine Lage. Boah, mein Death Knight direkt wieder gefokust. Leider nicht ganz down gekriegt, aber alle Arbeiter tot. Gab wieder Erfahrung. 5 Arbeiter, 60 Gold. Macht 300. Town Portal 325, aber ich habe die Erfahrung dafür bekommen. Ich habe mich Ner'zhul verschworen. So, jetzt erstmal hier die Items auf den Lich. Mittlerweile ist er Stufe 4, dann macht er richtig Damage. Euer Befehl. Was sprach denn? Sprich. Ich beuge mich eurem. So, ich versuch's jetzt trotzdem. Ich diene nur dem Frostthron. Seht durch meine Augen. Euer Befehl, Meister. Sind auf dem Blight kämpfen. Ja, ist die Regeneration der Untoten ja erhöht. So, ich habe jetzt auch keinen Town Portal dabei. Oder? Ich bin die Dunkelheit. So, wenn er jetzt kommt, wird das sowieso der. Doch, habe ich. Na klar. Auf dem Cryptlord. Dann wird das jetzt der finale Fight, denke ich mal. Ich wünsche nur zu dienen. Er hat nur noch die eine Echse da oben. Da in der Mitte ist er. Schicksal ist besiegelt. Ich habe den Ruf vernommen. Was muss offenbart werden? Ich habe den Ruf vernommen. Euch stets zu Diensten. Meine Geduld ist erschöpft. Nichts kommt meiner Macht gleich. Wieder voller Fokus erstmal auf den TC. Der geht down. Jetzt, leider ist unsichtbar. Kein Shade hier? Doch, da ist er wieder. Da ist er. So, ordentlich welche draufbauen. Level 5 der Sniper. Euer Befehl. Ich habe meine Rache gehört euch. Level 6 Cryptlord. Na komm, jetzt muss doch was gehen hier. Jawohl, Gegner gibt auf. Ich habe den Ruf vernommen. Ja, meine lieben Zuschauer. Und ich hoffe, das Game hat euch gefallen. Am Anfang der Hero Focus und die Creep Checks haben mir ordentlich zugesetzt. Dafür muss der Blader jetzt auch nochmal daran glauben. Ja, und ich hoffe, das Game hat euch gefallen.
Und wenn ja, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben, einen netten Kommentar oder wenn ihr noch nicht habt, natürlich auch über ein Abo sehr freuen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Game, euer Ramp.